So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein Video zu Arma 3 DayZ. Und zwar sind wir auf einem fetten Server. Den habe ich gesehen in einem Video von Moondai. Und den habe ich extrem gefeiert. Er hatte schon so schön im Video gesagt, ich werde das Video auf jeden Fall mal in die Kommentare rein verlinken. Er hat es gesagt, wie ich es empfunden habe. Und auch genauso das gleiche, was ich eben im Endeffekt gesucht habe. Einfach ein Arma 3 Server, der in Richtung Arma 2 Epoch bzw. Overpoch eben in diese Richtung geht und auch dieses Feeling wieder mitbringt. Das heißt, die Map Chernobyl hier auch übertrieben geil verbessert, also wirklich Gebäude, die sind offen und noch mehr begehbar. Das habe ich noch nie gesehen auf irgendeinem anderen Server. Und hier haben wir ein bisschen Ausrüstung und Rucksack, fette Sache. Der Loot spawnt hier random. Du findest hier auch nicht so die ganz krassen Waffen sofort und es ist alles ein bisschen besser balanciert, wie jetzt zum Beispiel in Arma 3 Epoch, wo jeder mit den kranken OP-Waffen einfach rumläuft und ja, das macht dann einfach irgendwo auch keinen Spaß mehr. Und hier sind geile Waffen eingefügt, die auch einfach wieder ein bisschen mehr dieses Survival-Feeling mit reinbringen. Und auch die Fahrzeuge eben aus Arma 2 mit reingenommen. Es gibt hier Trader und alles. Also auf jeden Fall richtig fett gemacht. Wie gesagt, durch Munda ist ein Video drauf gekommen und Hammer, ich feiere es übertrieben. Ja, ich bin hier in Balota unterwegs und habe auch gerade schon Schüsse gehört. Komme ich hier über den Zaun drüber? Nein. Und ja, werde jetzt mal gucken, wo die hier geschossen haben, beziehungsweise ob ich hier noch was holen kann. Ich habe schon eine AK eingesammelt, ein bisschen Ausrüstung habe ich, also sterben würde ich jetzt schon ungerne. Und ja, wir schauen mal. Hier ist was zu trinken. Habe ich, glaube ich, noch nichts. Deswegen werde ich jetzt das Risiko eingehen. Die einfach looten. Mountain Dew. Immer diese Wortwitze. Aber gut, klar, müssen wir natürlich darauf achten, nicht irgendwelche Markenstreits zu verfallen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Runde spielen. Und einfach mal gucken, wie der Server so rauskommt und eventuell auch dann mit ein paar Kumpels noch, ein paar Mates hier bis vielleicht versuchen, eine Base aufzubauen und mal an Fahrzeuge zu kommen und eben alles auch genau zu testen. Aber ihr seht hier, die Map wurde schon verändert und aber auch extrem geil, nicht so übertrieben und auch eben so ein bisschen einfach diesen Survival-Aspekt wieder mit reingebracht mit den alten Baracken und so. Ich feiere es übertrieben, hier liegt eine Leiche. Okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Server haltet. Wenn ihr Probleme habt, mit dem Server zu joinen bzw. zu finden, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Dann kann ich euch da ein Tutorial machen. Habe ich eh schon überlegt, weil ich habe auch ziemlich lang gesucht bzw. hin und her und rum und um. Ihr wisst ja, wie das ist mit den guten Mods in Arma 2 und Arma 3. Man kriegt mit der Zeit so ein bisschen Erfahrung rein, aber im Endeffekt ist immer ein riesen Rumprobiererei. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ihr mehr davon wiedersehen möchtet, gebt dann einen Daumen hoch. Dann weiß ich, die Arbeit lohnt sich. Dieser Schrittbug, also dass man so, wenn man in Räume so seitlich reingeht, hört man immer Schritte hinter sich. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm geworden. Und baut die Paranoia nur noch mehr aus. Oh! Shit, wo ist der? Ich raff's nicht, Alter, mein Herz. Ist der hier oben, oder was? Ich sehe ihn nicht. Gibt's das? Wo war der? Ach, da am Fenster, so ein Lurch. Ey, meine Fresse hat's mich gerade zerrupft, Alter. Ich wusste nicht, wo der herkommt. Was ein guter Start. Was ein guter Start. So, ich bin natürlich direkt wieder in Balota gespawnt. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Ich muss erstmal wieder richtig reinkommen. Der hat mich gerade richtig auf dem kalten Fuß erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt. Und natürlich muss ich erstmal wieder mich daran gewöhnen. Hier lag doch vor irgendwo eine Waffe, oder nicht? Ich habe da irgendwo eine Macke drauf liegen lassen. Hier. Perfekt. Er hat mich noch nicht gelootet. Ich denke mal, er wird da einfach campen. Und ja, kann ich die Waffe wegstecken?
Nein, kann ich nicht. Ich muss mir, glaube ich, wieder irgendwie umstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Ich vermute, er weiß, dass ich wieder hier bin. Mich ja mit dem Fallschirm kommen sehen. Aber das interessiert mich gerade recht wenig. Ist by the way auch geil fürs PvP eben, dass man hier direkt auch wieder spawnen kann. Und jetzt gucken wir mal, ob wir denn hier raus fischen können irgendwie. Meine Leiche liegt da noch. Ich vermute, wenn er vernünftig ist und mich wirklich meine Leiche campen möchte, ist er, hat er die Position gewechselt, um mich direkt wieder abzustrafen. Er ist da schon länger, hat dann den auch schon geholt. Ich mach jetzt einfach den Fehler. Vielleicht rechnet er auch nicht damit, mit so einer Dreistheit. Aber dass er jetzt mich noch nicht gelootet hat und da schon eine Leiche war, was ist das? Brauche ich nicht. Habe ich schon. Marke auf Magazin nehme ich jetzt mal schnell mit. Waffe AKS. Und jetzt guckt mir mal. Ich vermute, er ist da nicht mehr drin. Also hier kommen auch unten rein, da müsst ihr aufpassen. Was gleichzeitig extrem geil ist. Vielleicht steht er jetzt hier draußen irgendwo. Und campt mich ab. Also gehört hat er mich auf jeden Fall schon. Wenn er noch hier drin ist. Also ich denke erst woanders hin. Wäre auch blöd, wenn er jetzt noch hier wäre. Ist das ernsthaft eine Granate? Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht auf. Ah, nice, Granate. Die können wir vielleicht noch brauchen. Ich werde jetzt hier wieder runtergehen und hoffen, dass er nicht vor der Haustür wartet. Hört ihr das? Also diese Steps sind sowas von krank. Okay, wir haben unsere Ausrüstung zumindest wieder. Jetzt habe ich die aber... Ich habe ihn gesehen, Mann, meine Fresse. Was ist denn los, Mann? Schon wieder der gleiche. Der treibt sich rum. Das ist doch scheiße, Mann. So, da war jetzt drüben einer. Gerade ein Fahrzeug hier gefunden.
So, das war ein Lag. Ich muss mich auch ernsthaft wieder auf diese Scheiße gewöhnen. Nicht diese Scheiße, ist jetzt blöd gesagt, aber eben einfach Armor. Der hat geleckt ohne Ende. Der hat einen Rangefinder. Extrem nice. Jo. So, ich habe mich für eine kleine Planänderung entschieden und zwar bin ich jetzt wieder nach Balota gefahren und ich habe auch gerade schon wieder Schüsse gehört. Und ich könnte ja wetten, dass der Vogel immer noch hier rumhängt und ich würde mich da gerne noch revanchieren. So, er farmt da mit Sicherheit immer noch ab. Geißer, du Miesio, ich glaube, das war er, was jetzt gerade wieder jemand getötet hat. Was killt bei Marlon? Geise Domitio disconnected. Also wurde er jetzt getötet, wenn ich das richtig gesehen habe, und ist direkt gedisconnected. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Bug gibt, irgendwie wieder wegen schnell auslocken und dann hat man sein Gear wieder oder weiß nicht, was er da probiert. So, nachdem der, was mich vor eben zweimal abgefarmt hat, tot ist, habe ich auch kein Bedürfnis gehabt, den anderen zu töten. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zum Nord-West Airfield. Da zieht es mich brennend hin. Bin mal gespannt, was es da so gibt. An Gebäuden und auch als Loot natürlich. Die Bewaffnung ist ja okay. Ich muss mich hier ein bisschen ans Fahren gewöhnen. Es ist extrem gewöhnungsbedürftig. Der driftet immer so ein bisschen mit. Ich hoffe, wir kommen gut an.